Das Börsenparkett war zuletzt kein einfaches Pflaster. Dem Kurseinbruch zu Beginn der Corona-Krise folgte eine anderthalbjährige Rallye, in der die Aktienmärkte nur eine Richtung kannten, die nach oben. Doch damit ist vorerst Schluss. Damit herzlich willkommen zum heutigen Research Direkt. Seit Jahresbeginn machen Inflations-, Wachstums- und geopolitische Sorgen die Runde an den Finanzmärkten. Dabei trafen diese auf ein Umfeld, das lange davon ausging, dass die kräftige Erholung der Weltwirtschaft auch 2022 weitergehen würde. Für die Börsen ist das eine ungünstige Gemengelage. Infolgedessen verloren die Aktienmärkte weltweit seit Jahresbeginn. Der deutsche Leitindex DAX stand dabei bis Ende Mai rund 8% im Minus, sein US-Pendant, der S&P 500, 13% und der technologielastige Nasdaq durchbrach im Mai sogar die Bärenmarktgrenze von 20%. Ganz deutlich wird damit, dass es aktuell vor allem die lange umjubelten Börsenlieblinge aus der digitalen Branche sind, die im Fokus der Korrektur stehen. Dabei gehörten die Titel aus dem Sektor zu den eindeutigen Gewinnern der Corona-Krise. Nur wenige Wochen vergingen nach dem Kurssturz im März 2020, bis die im Nasdaq zusammengefassten Titel der Branche ihr Vorkrisenniveau wieder erreicht hatten. In den Folgemonaten verstärkte sich noch einmal die Rallye, denn Investoren sahen in der Krise einen grundsätzlichen Strukturwandel, welcher der Digitalisierung zum endgültigen Durchbruch verhelfen sollte. Die jüngste Korrektur wurzelt daher auch darin, dass nach 2 Jahren Pandemie nicht alle digitale Hoffnungen in Erfüllung gingen. Enttäuschungen hielt so beispielsweise die jüngst zu Ende gehende Berichtssaison bereit. Die Ausblicke der Unternehmen der Branche machten unter anderem klar, dass für viele Unternehmen die große Herausforderung jetzt erst richtig beginnt, auch in der wieder analogeren Welt Marktanteile zu behaupten und auszubauen. Hinzu kommt, dass die Abkühlung der Weltwirtschaft und gleichzeitig anhaltend hohe Inflation besonders für die Werte eine Belastung darstellen, deren Geschäftserfolg die Märkte erst weit in der Zukunft sehen. Dazu gehören gewöhnlich Titel mit digitalem Fokus. Das hat 2 Gründe. Zum einen braucht es bei Titeln, deren Ertragschancen erst in ferner Zukunft liegen, einen optimistischen Blick nach vorne. In Phasen der wirtschaftlichen Abkühlung bröckelt dieser Blick allerdings meist. Unternehmen mit noch nicht etablierten Geschäftsmodellen werden von Investoren in diesem Umfeld eher gemieden. Zum anderen wirken die mit der Inflation perspektivisch wieder steigenden Zinsen stärker negativ auf jene Titel ein. Grund dafür ist, dass der Kurs einer Aktie nichts anderes ist als der auf den aktuellen Zeitpunkt abgezinste Wert der zukünftigen Gewinne. Steigen daher die Zinsen, nehmen grundsätzlich die Belastungen für Aktien zu. Besonders aber bei jenen, deren Erträge weiter in der Zukunft vermutet werden. Da die hohe Inflation und die Wachstumsabschwächung anhalten, bleibt das Umfeld für Tech-Werte vorerst also schwierig. Vergleiche mit der Dotcom-Blase Anfang der 2000er Jahre hinken allerdings. Schon alleine, da Unternehmen der Branche heute zumeist profitabel sind. Doch macht die Situation auch deutlich, dass Anleger nicht immer auf das zuletzt siegreiche Pferd setzen sollten. Selbst dann nicht, wenn der Zeitgeist scheinbar auf ihrer Seite ist. Diversifikation bleibt der Schlüssel zu nachhaltigem Anlageerfolg. Ihnen damit noch einen erfolgreichen Tag.